Ein herzliches Moin Moin, hier ist euer Micha und es geht weiter mit der Torwartkarriere hier jetzt bei Bournemouth, ausgeliehen vom FC Bayern München und in FIFA 22. Heute dürfen wir richtig spannende Spiele erwarten. Wir erwarten Manchester City und dann den Auftakt für uns in die neue Liga. Wir haben ja den 8. Januar, Bournemouth steht in der Liga nicht ganz so gut da, aber wir können aufsteigen, das ist unser Ziel mit Bournemouth. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja, und ihr habt es gerade gesehen, Lumisteria Films von Mike Let's Play gegründet und einem Kollegen von ihm. Also schaut da gerne mal vorbei. Er hat auch einen YouTube-Kanal, da ist schon das erste Musikvideo von ihm hochgeladen. Er hat auch selber gesungen und ja, schaut da gerne mal vorbei. Ich kann es nur empfehlen. Das erste Lied ist ein Country-Song, also wer auf Country steht, bitte tut euch den Gefallen und zieht euch dieses Video rein. Aber jetzt hier zu uns. Jetzt geht es los gegen Manchester City im FA Cup. Wir machen uns warm im Bournemouth-Debüt. Erstes Spiel für uns hier in England und dann auch noch gleich gegen Manchester City. Was für ein geiles Stadion, das Etihad Stadium. Also wenn man so den Stadionkommentator zuhört, da kriegt man ja Angst, wer gegen uns spielt. Oh Gott, lass höchstens ein Gegentor zu. Das sind ambitionierte Ziele hier gegen Manchester City. What the hell, wir sind Bournemouth und nicht Liverpool. Aber egal, wir geben unser Bestes hier im FA Cup. So, die erste Möglichkeit, soll sie uns gehören? Nein, City fängt den Ball ab und jetzt sind wir mal gespannt, ob die da einen schnellen Konter hinlegen. Nein, das tun sie nicht. Aber jetzt der lange Ball nach vorne. Wir sind vorne, das gibt den ersten Eckball. Eckball Nummer 1, der gehört uns. Und jetzt kommt der Ball da rein, aber City kann ihn auch klären. Und der zweite Ball, der gehört uns, den können wir sofort wieder nach vorne spielen. Wir sind wieder am Strafraum. Kommen wir da auch durch? City verteidigt eben auch stark. Jetzt da vielleicht auf den Außen. Ah, er muss den Ball erst auf den richtigen Fuß legen. Schade, dass er das nicht vorher mit links gemacht hat. Jetzt aber die Möglichkeit. Das ist gut, wir sind im Strafraum. Zieh doch ab. Das ist die erste große Chance für uns. Und jetzt die Möglichkeit. Spiel ihn ab. Leider zu ungenau, aber der kommt gar nicht so schlecht. Warum spielst du denn den nochmal ab? Such doch selber die Lücke. Okay, City kommt. Wir kriegen erstmal den Ball zurück und können den erstmal ganz ruhig rausspielen. Jetzt wieder die Möglichkeit am Strafraum. Wir sind doch gut nach vorne gekommen. Was spielt ihr denn da so komisch auf der linken Außenbahn? War alles frei. Jetzt aber City. City im Angriff. City kommt. City ist vorm 16er. Wir dürfen City nicht schießen lassen. Leute, lasst City hier nicht schießen. Das macht ihr stark. Lasst City nicht schießen. Ich sag's doch. Erste Chance, 38 Minuten von City und wir können dagegen gar nichts machen. Sterling rennt zu Pep. Ja, und wir sehen aus wie der letzte Depp. Na, ganz so schlimm ist es nicht. Es war doch klar, ich habe die ganze Zeit gesagt, lass ihn nicht schießen und dann, ja. Da kommen wir nicht ran. Sterling macht das dann auch genial und wir, ja, versuchen es aber nicht ganz. City über außen, jetzt wieder am Strafraum Eck, das gibt Eckball für City. 45 Minuten gespielt, das ist schon die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Und wir schauen mal, da müssen wir hin, den haben wir auch. Und damit steht es 1-0 zur Halbzeit für Manchester City. Halbzeit 2 fängt an, also, ja. Wir können gespannt sein, was uns noch alles so widerfährt hier in diesem Spiel. City kommt erstmal stark aus der Halbzeit. City ist im Strafraum, legen wieder ab. Also ich habe Angst von den Weitschüssen, weil die sind fast immer unhaltbar. Und jetzt, da kommt der Ball, da müssen wir hin, den haben wir. City mit einem langen Ball nach vorne, den können wir aber verteidigen. Und jetzt muss es schnell gehen. Jetzt muss es einfach mal auch irgendwann mal zügig gehen gegen City. Jetzt, das ist das, was ich meine. Das ging zu langsam. City kann sich jetzt ordnen und dann kommen solche Pässe. Und dann,
Tja. City. City über außen. City über außen. Und den haben wir erst einmal verteidigt. City auch wieder gut verteidigt. Auswechslung droht. Ich weiß gar nicht warum. Wir haben das gehalten, was wir halten konnten. Ich hoffe natürlich nicht, dass die Auswechslung droht. Das wäre katastrophal für uns. Jetzt aber erstmal die Chance zum Ausgleich, wollte ich sagen. Aber nein, Stanislas macht ihn nicht. Da ist der Schädel im Weg. Nächster Eckball von uns. City macht ihn fast selber rein. City ist da. City, den müssen wir parieren. Also, ja, City ist da und wir haben eben große Probleme, was Chancenerarbeitung angeht. Aber solange wir nicht noch einen zulassen, da stehen wir viel zu weit vorm Kasten. Gut, dass da jemand hingegangen ist. Jetzt aufgepasst. City wieder im Strafraum. City im Strafraum. 2-0. Abseits. Abseits. Ich nehme das 2-0 zurück. Was für ein Dusel haben wir denn? Und ja, wir werden ausgewechselt. Die Nummer 1 geht und die Nummer 1 kommt. Das soll mal der Spielberichtsbogen, ja, erraten, was jetzt passiert ist. So, die restliche Zeit, ihr wisst es, wenn wir ausgewechselt sind, schauen wir einfach zu. Offizielle Spielzeit ist vorbei, die 2 Minuten auch und somit verlieren wir hier im FA Cup 1-0. Ich weiß auch nicht, warum wir ausgewechselt worden sind, aber egal, wir verlieren hier 1-0. Das ist richtig schade. Trotz der Niederlage haben wir jetzt Punkte gemacht. Hier sehen wir es auch, wir haben sechs Punkte. Das heißt, wir können 2, 4, das haben wir schon mal geschafft. Und jetzt nehmen wir nochmal den Abschlag oder die Fangsicherheit. Ich würde eher, oder wir sparen die auf, weil hier können wir nochmal die Reaktion richtig pushen. Dann sparen wir die lieber auf und pushen nachher noch einmal den Archetyp Ball. Dieser Archetyp ermöglicht es dir, die Torwartreaktion und das Torwartstellungsspiel zu verbessern. Also da kann man natürlich noch viel machen. Das ist dann das Nonplusultra und das defensive Bollwerk haben wir drin. Okay. Gegen Luton Town dürfen wir jetzt ran. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausspreche, meine Güte. Oder ob das Luton Town, keine Ahnung, Luton Town vielleicht. Ich hab keine Ahnung. Aber was ich eigentlich sagen will ist, es ist unser erstes Ligaspiel mit dem AFC Bournemouth. Ich habe keine Ahnung, wie wir gegen die spielen sollen. Wahrscheinlich gewinnen. Schauen wir mal, was wir an Auftrag kriegen. Was können wir optimieren, damit wir Erfahrungspunkte sammeln? Ich sage, wir gewinnen. Ich sage, wir gewinnen und möchte so 1000 Erfahrungspunkte sammeln, Leute. Auf geht's jetzt. Aber der erste Angriff gehört unseren Gegnern und der ist drin. Das ging jetzt ziemlich schnell. Nach 7 Minuten liegen wir hier 1-0 hinten. Und ich habe noch gesagt, wir wollen hier unbedingt gewinnen. Was ist da jetzt schiefgelaufen? Ich habe extra Parade gedrückt, aber diese Paraden, die sehen auch bei FIFA 22 manchmal ein bisschen merkwürdig aus. Da hat der Daniel ganz schön recht. Naja, dagegen können wir jetzt nichts machen. 1-0 liegen wir schon zurück. Puh, das wird ein Auftrag, du. So, aber das 1-0 soll uns jetzt erstmal nicht weiter stören. Wir sollten jetzt frei hier aufspielen können. Das 1-0 einfach ignorieren erstmal. Das machen wir schon wieder wett. Da glaube ich dran. Fast ein Eigentor hier. Eckball. 15 Minuten gespielt. Ich habe aber echt keine Ahnung, wo welche Mannschaft hier steht in der Liga und welche Mannschaft schlagen sollte. Aber
Ich gehe davon aus, dass Bournemouth doch zu einer der besseren Zweitligamannschaften gehört. Aber nichtsdestotrotz, da kommen sie wieder. Das war zum Glück abseits. Also unser Einstand bei Bournemouth ist, ja, wie soll ich sagen, nicht gerade das Beste. Luton Town, den können wir erstmal halten. So, jetzt kommt wieder Luton Town. Der wird erstmal abgewehrt. Also, halbe Stunde rum. Ich weiß ja nicht, ihr seht es ja selber. Unsere Mannschaft macht jetzt nicht gerade den stärksten Eindruck. Da müssen wir hin. Also, unsere Mannschaft ist noch nicht ganz da. Aber von uns kommen da immerhin noch gute Paraden. Wir liegen zwar 1-0 hinten, aber wir hätten auch jetzt schon 2-0 hinten liegen können. Nach den Chancen, die die gehabt haben. Und ja. Und da kommt der nächste Angriff. Und das war mein Fehler. Und dann passiert auch noch so ein Fehler. Warum renne ich nicht nach vorne durch? Nee, ich renne nach hinten. Oh, ich renne nach hinten. Und dann auch noch nicht mal mittig. Oh, das ist übel. 2-0. Rückstand und ich bin noch nicht mal selber mit mir im Reinen. Also, das war ein Blackout. Eieiei. Aber jetzt vielleicht mal die erste Angriffschance für uns. Aber das ist viel zu Larifari da vorne. Und hinten, da ist alles offen. Da der ist schon wieder da gewesen. Also, wenn das nicht abseits gewesen wäre. Jetzt mal im Strafraum. Im Strafraum. Jetzt spiel doch den Ball einfach nur noch in die Mitte. Jetzt noch mal quer und jetzt zieh doch mal ab. Was macht ihr da? Habt ihr keinen Bock, Tore zu schießen? Der Schiri lässt euch sogar noch die Zeit. Der pfeift gleich so ab, während ihr angreift. Das war klar. Leute, wir sind im Strafraum und ihr spielt wieder nach hinten. In was für einem Jahrhundert spielt ihr eigentlich Fußball? Die zweite Halbzeit startet, ja, mit 2-0 Rückstand. Ihr habt gerade gesehen, die waren zu fünft im Strafraum gegen drei Rote und die hatten einfach keinen Bock, irgendwas zu machen. Mal ein Einwurf aus einer gefährlichen Position, aber also gegen City habe ich gedacht, okay, wir sind nur Bournemouth, da muss das nicht so klappen, aber hier in der zweiten Liga erwarte ich doch, dass unser Team mal sich Chancen rausspielt. Aber nee, tun sie nicht. Tun sie einfach nicht. Jetzt ist die Möglichkeit da. Du musst mal abziehen. Man muss halt auch einfach mal nur meckern. 61. Minute, dann mal ein wunderschöner Angriff und Cook macht ihn dann auch rein. 2-1 ist nur noch der Rückstand und das war endlich mal ein Angriff, wo ich mir so gedacht habe, da hatten alle drei Spieler Bock, das Tor zu erzielen. Eine schnelle Kombination. Luke, der guckt auch gar nicht mehr, sondern er zieht einfach ab. Oh, und der ist richtig oben im Winkel. Und ja, so möchte ich das sehen, Leute. So und nicht anders. Also weitermachen, weitermachen, weitermachen. Oh, jetzt mal die Möglichkeit. Da ist der Ball und nicht das 2-2. Schade, aber seit der 60. sind wir da. Sind wir da? Der Ball ist knapp drüber. Also, ja, weiter so, dann wird es noch was. Jetzt müssen erstmal wir wieder ran. Den haben wir aber locker. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hinspiele. Ui, knapp über den Spieler drüber. Jetzt über außen. Über außen. Über außen kommt. Oh, das ist schön gemacht. Warum? Achso, er hat noch keinen in der Mitte, den er anspielen kann. Da wollte er ihn. Und artistisch schön, aber Ball sollte man dabei schon treffen, sonst bringt das nichts. Und jetzt ist die Möglichkeit, da war doch die Lücke. Jetzt passiert wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Die sehen die Lücken nicht. Jetzt im Strafraum wieder. 83. Jetzt mal mit der Hacke nach hinten. Sie sind im Strafraum und jetzt, boah, Leute. Nur weil einmal Hacke klappt, müsst ihr das jetzt nicht die ganze Zeit machen. Jetzt, da wäre die Drehung gewesen. Egal, da kommt der Schuss, der geblockt wird.
Daniel hat auch geschrieben, wenn es zu häufig solche Spiele wie gegen Barcelona gibt, dann sollten wir Hand ausschalten, aber es gibt es ja gar nicht so häufig. 87. Minute. Und wir werden ausgewechselt. Warum? Ja, warum ist mir schon klar. Wir haben einen Patzer gemacht, aber warum jetzt 2 Minuten vor Ende? Bitte. So, schauen wir mal nach. Bei uns hat sich jemand verletzt. Billing hat sich verletzt. Jetzt gibt es Elfmeter. Jetzt gibt es Elfmeter. 88. Spielminute. Elfmeter. Der Schiri sagt, es war Hand. Eindeutig. Und das sind Handsituationen, die würde ich jetzt auch noch nicht sagen, das ist ungerechtfertigt, dass es da jetzt Hand gab. Soweit muss die Hand nicht vom eigenen Körper weg sein. Also, Handspiel, Elfmeter. Und der Ball ist kackenfrech. Der ist kackenfrech zum 2:2. Solanke macht ihn. Ich habe erst gedacht, was hat der jetzt vor, aber er geht ja zum Glück rein. Meine Güte, das ist frech. Das ist absolut frech. Der lupft ihn da rein. Bei einem Spielstand 2:1 Führung für den Gegner. Fängt er an, einen Ball zu lupfen. Wahnsinn. 3 Minuten Nachspielzeit gibt es. Die letzte Minute ist schon angebrochen und das dürfte es jetzt gewesen sein. Wir spielen hier 2:2, aber warum ich wirklich in den letzten Sekunden noch ausgewechselt worden bin, ich weiß es nicht. Enttäuschende Gesichter hier bei Bournemouth. Ja, wir verspielen uns gerade unser Startelfplatz so ein wenig. Das ist schon mal übel. Und ja, wie gesagt, mit einem 2:2 kann Bournemouth, glaube ich, nicht zufrieden sein gegen Luton City. Oder ich habe keine Ahnung, ich habe auch jetzt keine Lust mehr, diesen Namen nochmal auszusprechen. Gegen Hull City stehen wir noch im Kader. Wir müssen gute Leistung zeigen, sonst rutschen wir auch hier in die Reserve ab. Also das wird jetzt richtig eng, Leute. Und das Spiel fängt an. Ein Glück muss ich da jetzt nicht selber mitspielen. Es ist schwierig, durch die Lichtverhältnisse zu erkennen, wer ist. Klar, die einen sind orange und die anderen sind rot, aber durch die Lichtverhältnisse von hinten ist das schon ganz schön schwer zu erkennen. Also wie gesagt, wir müssen ein gutes Spiel hinlegen, denn ansonsten war es das auch irgendwann für uns hier in der Startelf. Und jetzt kommt Hull City. Hull City, den haben wir erstmal so leicht gehabt, würde ich sagen. Oh, schön, da oben sind aktuelle 10 oder sind das Legenden? Auf jeden Fall ein nettes Bild da in der Ecke. Ja, das sind Legenden. Gehört ja zum Stadion. Das ist keine Leinwand. Hull City kommen wieder, also sie starten viel, viel stärker rein als unsere Mannschaft. Das muss man auch einfach mal so sagen. Hull City. Lasst ihn doch da nicht so einfach stumpf laufen. Der hätte schon 10-mal schießen können. Ein Glück hat das nicht getan. Wir müssen so aufpassen. So müssen wir aufpassen. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Da steht es 1-0. Da steht es 1:0 nach 17 Minuten, weil unsere Mannschaft es nicht hinkriegt, 12 Minuten lang den Ball da mal nicht wegzuverteidigen. Das ist doch einfach nur... Ja, ich möchte es nicht aussprechen. Und Hull City kommt wieder. Bournemouth, bitte wacht nicht erst wieder in der 70. Minute auf. Dann wird das hier eine ziemliche Kratzsaison, noch die halbe Saison hier. Ich möchte mit euch aufsteigen. Dazu muss ich meine Leistung zeigen und dazu müsst ihr eure Leistung zeigen. Jetzt ist die Möglichkeit doch mal da. Schieß doch mal, Mann! Jetzt im Strafraum. Im Strafraum. Wo läufst du hin? Das Tor ist auf links von dir gewesen. Mann. Eckball. Zumindest ein Eckball. Ich sehe gar nichts. Der Ball ist drin. Ich habe überhaupt nichts gesehen. Danke, Kameraführung. Aber... ist egal, solange er drin ist, ist er drin. Ich glaube, es war ein Eigentor, oder? Schau ich nochmal ganz genau hin. Ja, es sieht mir nach einem Eigentor aus. Was der Keeper da veranstaltet, weiß ich nicht, aber es dürfte ein Eigentor gewesen sein. Ja, so sieht's aus. Eigentor hilft uns zum 1:1, endlich. Und jetzt
ist die Möglichkeit da zur Führung. Bournemouth führt zum 2:1 in der 33. Minute. Ja, also, aber ich möchte nicht in jedem Spiel erstmal laut werden müssen, wenn ihr versteht, was ich meine. Jetzt aber, das ist schön gespielt und ja, 2:1 Führung. Und der nächste Angriff läuft. 3:1. Die anfänglichen Schwierigkeiten sind weg. Ich habe gerade einen Schreck bekommen. Ich dachte, jetzt wäre jemand in meinem Zimmer und würde pfeifen, aber es war im Spiel. So. City und die andere Mannschaft sind jetzt mal für eine kurze Zeit vergessen, denn wir führen hier 3:1 und kriegen hier nochmal die Kehrtwende. Und die erste Halbzeit hat noch eine Nachspielminute. Sie hat noch eine Nachspielzeitminute. Drehung, Schuss, Schuss. Boah, fast das 4:1. Was ist denn jetzt? Was geht denn jetzt hier ab? Unsere Leute haben richtig jetzt Lust. Und ich... Die Melodie kommt mir sehr bekannt vor, die Fans von Bournemouth singen. Es hat schon fast was von O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter, singen die da. Hört mal hin. Von der Melodie her kann das nicht hinkommen. Auf jeden Fall erinnert mich das sehr an einen Weihnachtslied. So, 3:1 führen wir hier gegen Hull City. 50. Hull City über außen. Hull City spielt den Ball nochmal nach hinten. Haben da den Platz. Haben den Platz. Aber wie, eigentlich steht unsere Verteidigung da gut. Da gibt es keine Lücke, wo sie schießen können. Außer aus der Drehung. Und das ist der Pfosten. Also die Präzision von den Schüssen ist ja der absolute Wahnsinn. Und da kommt die nächste Möglichkeit für uns, das ist ein schöner Passstaffetten-Strafraum. Schade, 67 Minuten sind gespielt. Hull City im Angriff. Jetzt über außen, der Ball wird abgefangen. Hull City, da müssen wir mit der Faust hin. Da war mal die Möglichkeit, 85. Minute für Hull City. Und ansonsten ist das jetzt eigentlich nur noch ein... Ja, wir wollen jetzt das Ergebnis irgendwie erstmal so halten. So richtige Angriffe kommen nicht mehr. Vielleicht manchmal... Oh, jetzt vielleicht. Jetzt vielleicht. Ich muss es nur sagen. Abseits. Schade. Wir werden ausgewechselt, obwohl wir nicht schlecht gespielt haben. 2 Minuten Nachspielzeit. Das war abseits von Hull City. Ich muss mich jetzt gerade wieder umorientieren, weil ich habe es natürlich gerade aus einer anderen Perspektive gesehen. Und deswegen wusste ich gar nicht, in welche Richtung wir gerade spielen. Aber jetzt ist es ja klar. Die Zeit ist eigentlich vorbei. Wir gewinnen 3:1. Schön. Wir haben die Kurve gerade noch gekriegt. Ja, wir haben die Kurve gerade noch gekriegt. Wir haben leider wieder -5 Punkte, weil wir die Spielerbewertung eben nicht hingekriegt haben. Aber es liegt eben auch daran, dass wenig Chancen auf unser Tor zukommen. Und wenn die natürlich drin sind, dann sieht es immer ein bisschen übel aus. So, am Ende der Folge gucken wir jetzt auf die Tabelle. 28 Spieltage sind gespielt, 45 Punkte haben wir. Ja, es wird immer knapper, was den Aufstieg angeht. Natürlich 6 und 5 sind noch erreichbar, aber Platz 4 schon fast nicht mehr. Und ja, dann schauen wir mal nach unten. Hull City, okay, die waren auch die absolut letzten gerade. Okay. Also das war die Folge von heute und ich würde sagen, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann lasst jetzt noch ein Abo da, das ist nämlich ganz umsonst. Gebt dem Ganzen einen Daumen und einen Kommentar für den Algorithmus und habt noch schöne Grüße. Haut rein, man sieht sich, ciao und tschüss, euer Micha, bis denn, bye bye!